Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Lernzyklus über den Prozentkreis. Jetzt bist du an der Reihe. Du darfst ein paar Beispiele rechnen. Deshalb hoffe ich, dass du schon ausgestattet bist mit deinen ganzen Utensilien und Schreibzeug. Los geht's! Also, ich habe die erste Aufgabe hier für dich bereit. Und zwar sollst du 12% mit einem Prozentkreis darstellen. Dann habe ich hier noch eine Sternerl-Aufgabe, die ist ein bisschen schwieriger. Und zwar sollst du den 12% auch als Bruch und als Dezimalzahl aufschreiben. Packe jetzt dein Zirkel und dein Geodreieck bereit und drücke auf Pause. Los geht's. Herzlich willkommen zurück. Jetzt geht es weiter. Wir werden uns gemeinsam anschauen, wie die Lösung dieser Aufgabe ausschaut. 12% wollen wir ja zuerst als Grad schreiben. Wir wissen, 360 Grad sind 100%. Das heißt, 1%, ganz genau, das sind genau die 3,6 Grad. Wir suchen jetzt aber 12%. Das heißt, wir müssen 3,6 mal 12 rechnen. Und das sind 43,2 Grad. Das mal 12. Okay. Jetzt haben wir schon mal die Grad gefunden. Das ist ein guter Anfang, denn jetzt wollen wir das Ganze zeichnen. Du hast bestimmt mit deinem Zirkel zu Beginn einmal einen Kreis gezeichnet. Auch hier möchte ich nochmal anmerken, die Größe des Kreises ist ganz egal. Im nächsten Schritt zeichne ich wieder den Radius ein. Auch das ist eigentlich egal, wo ich den platziere. Am leichtesten tue ich mir, wenn ich ihn hier so waagerecht einzeichne. Jetzt müssen wir die 43,2 Grad abtragen. Auf meinem Geodreieck kann ich mir hier einen Punkt markieren, bei 43,2. Mit Hilfe des Punktes kann ich jetzt noch einen weiteren Radius einzeichnen. Und somit haben wir einen Kreissektor gefunden. Diesen Kreissektor markiere ich farbig, dass wir ihn nicht verwechseln mit dem anderen Kreisteil. Das sind also unsere 12%. Klar, 12% ist weniger als ein Viertel. Und diese 12% wollen wir jetzt auch noch als Bruch und als Dezimalzahl darstellen. Das weißt du bestimmt noch vom letzten Lernzyklus, wie das geht. Wenn nicht, wiederhole diesen Zyklus nochmal. Prozente sind nichts anderes als Hundertstel. Das heißt, 12% sind 12 Hundertstel. Und 12 Hundertstel, 12 dividiert durch 100, ist genau dasselbe wie 0,12. Wie bin ich auf das gekommen? Nochmal langsam mit einer Nebenrechnung. Dazu mussten wir 12 durch 100 dividieren. Mit der Eselsbrücke können wir das über die Kommaverschiebung lösen, das heißt um 2 Kommastellen nach links. Somit erhalten wir die 0,12. Und fertig ist die erste Aufgabe. Nun geht's weiter mit Aufgabe 2. Du sollst diese Dezimalzahl 0,71 als Prozent schreiben und das Ergebnis dann in einem Prozentkreis darstellen. Drücke jetzt auf Pause und lege los. Okay, willkommen zurück. Schauen wir uns die Lösung gemeinsam an. 0,71 sind genau 71%. Wieso? Was habe ich dabei gemacht? Wir müssen die Dezimalzahl mit 100 multiplizieren. Das heißt, mit der Eselsbrücke machen wir eine Kommaverschiebung um zwei Stellen nach rechts und erhalten so 71%. Die 71% stellen wir hier jetzt wieder wie vorher auch in Grad dar, indem wir die 3,6 Grad, die einem Prozent entsprechen, mal 71 rechnen. Und es kommt 255,6 heraus, wenn wir 3,6 mal 71 multiplizieren. Da das jetzt mehr als 180 Grad sind, müssen wir uns wieder überlegen, 180 plus was ergibt meine 255,6. Das sind die 75,6 Grad. Ich habe hier den Kreis schon mal mit dem Zirkel gezeichnet. Anschließend müssen wir zu dem halben Kreis
noch ein paar Grad ergänzen. Das heißt, wir legen wieder unten das Geodreieck an und tragen dann hier auf der linken Seite die 75,6 Grad ab. Das ist hier circa. Das heißt, wir machen uns wieder einen Hilfspunkt und zeichnen anschließend so den Radius ein. Achtung, den richtigen Kreissektor markieren und am besten noch 71% reinschreiben. Und fertig. Klar, 75% wären genau 3/4 von dem Kreis, das heißt, es ist ein bisschen weniger. Okay, somit haben wir die zwei Aufgaben gelöst. Wenn du schon gut damit zurechtkommst und alles geschafft hast, dann kannst du gleich mit dem nächsten Lernzyklus weiterstarten. Tschüss und bis dann!